willkommen zurück zu einer neuen tödlich untoten Folge. God of War, freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die tödlich untoten Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Wir sind hier stehen geblieben und wir können mal ein kleines Stückchen hier in die Richtung gehen. Ich will einfach wissen, was passiert. Aber ich wette, wir kommen hier nochmal her. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles gewesen ist. In der letzten Folge haben wir dieses riesige Monster hier gemetzelt und wir haben Zeus gesehen. Mein Daddy. Psst. Psst. Ich dürfte gar nicht hier sein. Ist das kalt? Los, schnell, gib mir deine Klingen. Warum? Ich hab dir doch gesagt, ich will dir helfen. Mach schon. Meine Ausrüstung ist in Midgard. Bin gleich zurück. Er wird sie doch nicht klauen, oder? Hier, jetzt sind sie bereit für die Winde von Hel. Ziel mit den Klingen auf diese magisch leuchtende Stelle und wirf. Okay, so schnell geht das bei dem Zwerg. Also, die Winde von Hel. Ziele jetzt mit deinen Klingen auf die Windfalle. Das ist die kleine Kugel, die in der Mitte der Tür hängt, siehst du? Ich seh's. Lass sie nur los. Siehst du, jetzt kannst du die Winde von Hel absorbieren und freisetzen, wann immer es dir gefällt. Gern geschehen, ich bin da mal weg. Hier ist es kalt genug, um meine Nasenhaare gefrieren zu lassen. Manchmal frage ich mich, ob es in seinem Hirn einmal eine Art Unfall gegeben hat. Ja, bestimmt. Viel zu lange fort. Bestimmt. Aber ich mag den Kleinen. Ich mag die Zwerge. Zwerge sind cool. So, da bin ich wieder. Zurück auf dem Weg, um meinen Jungen zu retten. Alles klar, Moment. Die Winde sind jetzt hier drin. Jetzt kann ich mir die Winde hier rauscatchen und hier reinfuttern. Ah, okay, die kann man regelrecht mitnehmen. Oh Mann, das wird bestimmt nervig, wenn man da an einige Truhen ran will. Ich kann es mir schon richtig vorstellen. Wie man die Winde erst da oben reinklatschen muss, dann da hinten reinklatschen muss, dann da vorne reinklatschen muss. Überall muss man sie reinklatschen, so. Komm mal her, du. So, hier. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Jetzt brauche ich aber ein bisschen Wind. Den ich dann hier reinklatschen muss. Ah, immer diese Klatschereien. Oh, schau mal hier, hier ist eine Kiste. Die Frage ist nur, wie komme ich an die ran? Wir schauen mal von der anderen Seite. Bekomme ich schon wieder Besuch? Oh, wie süß. Ihr wollt sterben. Richtig? Vorsicht, von hinten. Klar, von hinten. Oh. Wie sie immer von hinten kommen müssen, diese kleinen Feiglinge. So, den hätten wir. Easy. Einfach nur easy. Ich brauche den Shit hier. No! Das bedeutet, ich kann das nicht mitnehmen. Ja, aber wie komme ich denn hier hin? Wie komme ich an dich? Du kleines, süßes Ding. Nein. Ich denke immer noch an die Sache von vorhin. Zeus war dein Vater? Nicht jetzt. Konzentrieren wir uns darauf, Hel zu verlassen. Da muss ich dir zustimmen. Dann bewahre ich diese kleine Perle in aller Stille für später. Du bist echt neugierig, kann das sein? Moment. Ich bin ja hier noch gar nicht fertig. So, jetzt komme ich an das hier ran. Ich dachte schon, der rutscht hier wieder durch und kann nicht zurück. Genau das meine ich. Jetzt wird es hier noch richtig anstrengend. Weil man jetzt diese Winde hier noch catcht und finden muss. Und, hat sich's gelohnt? Naja, mehr oder weniger.
So wie sich alles hier mehr oder weniger sich lohnt. Hey, Geister! Aus dem Weg! Alles klar, und wir müssen dich hier drüben reinjagen. Ach Moment, hier ist schon eins drin. Ja. So. Doppelwind. Boah, das sieht so fett aus, oder Freunde? Ich find's cool. Hey du, Riesenbaby! Wow, 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 Riesenbaby, dreht durch. Nein, 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 kleiner Mann. Alter, er trifft mich natürlich. Einmal falsch gerollt und du versaust die Scheiße hier. Hat er eben gerade Hellheim gesagt? Hellheim! Du hast keinen Helm mehr, Kumpel. Komm schon. Was haben wir hier Schönes? Ja, neuer Knauf. Besser als mein Standardknauf, definitiv. Warte mal, hier drüben. Irgendwas kann ich hier mit Wind machen. Genauso wie hier. Kann ich mir hier Wind nehmen? Nice. Okay, was bringt das hier? Oh, irgendwie gar nichts. Aber ich kann mir hier nochmal Wind nehmen. Renn, 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 renn. So, jetzt habe ich beide hier. Bringt mir aber nichts, wie es scheint. Und hier haben wir auch nichts. Oh, ihr Widerlichen. Oh, noch mehr von denen, oder wie? Ich habe keine Ahnung, hier drüben ist noch was. Warte mal. Vielleicht musste man die einfach dazu hier platzieren, um die Möglichkeit zu haben, mit denen weiterzukommen. Die verschwinden ja nach einer gewissen Zeit, nach 10 Sekunden. Und jetzt hauen wir es mal hier rein. Tja, und von hier aus geht's dann wohin? Hier geht's hoch. Hier geht's hoch, hier waren wir doch schon, hier ist nix. Okay, ich nehm's mal mit. Ich hab keine Ahnung, wo es rein muss. Ich sehe hier nix. Nur Gegner, nur böse Buben. Uncool, Alter, mega uncool. Okay, ich sehe hier nichts. Keine Ahnung. Nope. Nope. Nope.
Und selbst wenn ich komplett durchsprinte, weiter als hierhin komme ich eh nicht. Nerv nicht rum. Oh, seid ihr nervig. Diese kleinen Rotzdinger, ne? Hier ist was. Aber wo bekomme ich jetzt Wind her? Ich schaffe doch niemals den Weg. Den schaffe ich nie, nie, niemals. Außer ich finde irgendwo noch einen Zwischenstopp, den ich übersehen habe, weil da so viele Gegner waren. Also, schauen wir nochmal ganz schnell. Oh, guck mal hier oben. Da kann ich die Energie reinhauen. Oh, wenn ich das schaffe. Es wird halt super mega knapp, ne? Stückchen näher. Und zack. Ja, das schaffe ich. Das schaffe ich definitiv. Wow, wow, wow. Komm. Nein. Oh, ganz knapp. Aber ich will es wissen. Ich will es wissen. Ich meine, da muss irgendwas Krasses drin sein. Da muss irgendwas Krasses drin sein. Wenn die so ein Act für das Ding machen. Ah, nicht bekommen. Renn, 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 renn. Oh, verdammt. Toll. Nee. Ist das wirklich möglich? Ah, noch einen Versuch. Noch einen letzten Versuch. Aber ich sehe hier nichts auf dem Weg, wo ich die Energie zwischenspeichern könnte, oder? Nope. Ich kann sie auch nicht von hier hinter dem Stein holen. Ja, da muss ja wirklich jede Bewegung sitzen. Renn! Nee, allein das Umdrehen schaffe ich nicht. Na. Gott, ich hoffe, ich komme hier nochmal her und kann mir nochmal die Kiste holen. Aber alles deutet darauf hin, dass wir hier nochmal landen. Du hast es geschafft. Jetzt mach dich besser gleich auf zu deinem Jungen. Grüß das Pickelgesicht von mir, wenn es ihm wieder gut geht. Mache ich, mache ich, mache ich, mache ich. Aber, Freunde... So. Der Shit ist am Start. Moment. Oh, hier gibt's leckere Sachen. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Alter, ich hol mir die hier. Die sind richtig gut von den Stats, finde ich. Obwohl, was hatte meiner für eine... Hat meiner bessere Stats gehabt? Ich glaube, ich nehme doch hier die hier. Pimp die noch mal ein bisschen. Okay, ich könnte sie sogar nochmal pimpen. Aber irgendwie glaube ich, wir sparen lieber. Mein Gefühl sagt, du sparst dir lieber. Denn, meine Freunde. Denn. Wir werden noch Besseres finden. Sofort zurück nach Midgard mit dem Herzen. Ja, ja, wir gehen sofort zurück. Keine Panik. Keine Panik. Obwohl, vielleicht gibt es da irgendwo noch einen Schatz. Schätze sind mir sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Achso, Moment, ich muss ja einfach nur drücken. Midgard ist ja Vater nur drücken. Zeus? Endlich verstehe ich. Verflucht, ich baumle an der Hüfte vom Geist Spartas. Nenn mich nicht so.
Versteh mich nicht falsch. Von dem, was ich gehört habe, hat er es das Panzer verdient. Aber ich muss das erstmal verdauen. Ich weiß, du hast Götter, aber du kannst dir nicht fernbleiben, oder? Sag dem Jungen nichts davon. Er darf es niemals wissen. Schwachsinn, Mann. Mit Verlaub, Schwachsinn. Er muss es wissen. Ohne die Wahrheit wird er niemals er selbst sein. Hör mal, ich verstehe dich. Du hast die Götter. Alle Götter. Es ist kein Zufall, dass dich das auch einschließt. Und es schließt den Jungen mit ein. Siehst du das nicht? Er spürt es. Er kann nichts dafür, was er ist. Nicht mal im Ansatz, weil du es ihm nicht gesagt hast. Alles hängt zusammen, Mann. Du wirst ihm nichts sagen. Asche. Ja, er hat recht. Oh mein Gott, ich hasse meinen eigenen Sohn. Umkehrschluss. Ich hasse meinen eigenen Sohn. Weil ich alle Götter hasse. Ich hasse mich. Ich hasse meinen Sohn. Ich hasse alles, was irgendwie mit den Göttern zu tun hat. Stimmt, hey, Pantheon. Erinnerst du dich noch an die Abkürzung zwischen den Welten? Ich hab sie verbessert. Oder vielleicht auch vermurkst. Die brauchen wir. Das weiß ich doch. Also habe ich mit den Winden von Hel dafür gesorgt, dass es nicht nur in eine Richtung geht. Jetzt könnt ihr mit mir hin und her reisen, wenn sie nicht vermurkst ist. Dann kommen wir damit zu Freya. Das ist eine sehr gute Idee. Also, Port the Fort. Läuft vielleicht nicht ganz rund, aber es wird schon klappen. Und da bin ich ja mal gespannt. So, wir können jetzt also jederzeit hin und her switchen und überall hinreisen, wie wir wollen. Hey, was da drüben? Da ist ein Schatz. Da ist ein Schatz, aber... Ach, da ist eine Walküre, glaube ich, oder? Ja, natürlich! Rat der Walküren, wir haben ja eine dahin befördert. Aber alle sind gesperrt, wir können... glaube ich, im Moment... nur hierhin oder hierhin. Oder hierhin. Alles klar, gehen wir hierhin. Mein Sohnemann braucht mich. Ist ja schon gut. Ich rette den Jungen. Den ich hasse. Weil ich mich hasse und Götter hasse. Also ihr wisst offensichtlich, wie man mit Stil reist. Wir haben Stil. Mimir, ich mag dich. Du bist jetzt schon mein Liebling. Wirklich. Also ich finde den Hammer gut. Schädel gut. Okay, müssen wir hier einfach warten, bis ein Portal entsteht. Ich bin auf einer Wurzel von dem Baum. Das bedeutet, der Baum hat seine Wurzeln überall. Ziehen sich durch alle Ebenen, durch alle Welten, durch alle Höhen und durch alle Tiefen. Da ist es. Hier sind wir falsch, aber nah genug. Er meinte, es läuft nicht ganz rund. Beeilen wir uns. Moment, falsch. Alter, wir stehen vor der Tür. Besser geht's doch nicht. Warte mal, hier ist doch so eine Kugel. Gibt's hier irgendwo Windenergie? Na gut, es geht um das Leben meines Sohnes. Das Herz. Du hast es. Ja. Handrücken. Ist immer noch krank. Das Fieber ist bald weg. Aber zur Heilung... muss er die Wahrheit kennen, was er ist. Ja. Es ist nicht so einfach. Richten wir ihn auf. Ich habe ebenfalls einen Sohn. Aber wir haben uns schon sehr lang nicht mehr gesehen. Bei der Geburt zeigten die Runen einen jähen Tod. Das Kind in meinen Armen war so klein, so hilflos. Ich wusste sofort, ich würde alles tun, ihn zu schützen. Egal um welchen Preis. Natürlich tat ich alles nur für mich selbst. Meinen Willen, meine Ängste,
zog ich seinen Wünschen vor. Und erkannte seinen Groll erst viel zu spät. Mach nicht denselben Fehler. Glaub fest an ihn. Die Wahrheit ist nicht einfach. Doch nichts ist einfach mit einem Kind. Es ist ein Fluch. Der Junge wurde verflucht. Geh nicht ohne mich. Werde ich nicht. Mir geht's besser. Das sehe ich. Kann er denn wieder reisen? Vorerst. Kommt nicht wieder vor. Ich verspreche es. Gut, dann bemühe dich darum. Das vergesse ich dir nicht. Wenn ich groß bin, will ich auch mal so ein guter Dad werden wie Kratos. Dein Vater hat den Großteil geleistet. Du solltest bleiben, dich erholen. Du hast genug getan. Ihr wisst, meine Tür steht euch immer offen. Ich habe neues Spielzeug, Sohn. Chaosklingen nenne ich das Ganze. Das ist Vanaheim, nicht wahr? Das hast du herausgefunden. Das Fenster sieht aus wie Bifrostkristall. Und ich weiß, dass es nicht nach draußen zeigt. Und naja, es macht dich traurig. Für jemand, der so jung ist, bist du weise. Ja, dies ist ein Fenster zu einer lang verlassenen Heimat. Aber es ist nur ein Ausblick. Das, was mit dir in Alfheim passiert ist, du kannst Midgard nicht verlassen, oder? Ein Geschenk von meinem früheren Mann nach unserer Trennung. Warum sperrt Odin dich in Midgard ein? Pure Grausamkeit wäre für ihn schon Grund genug. Doch wie bei all seinen schnellen Entscheidungen trieb ihn die Angst an. Vivarnen waren die größte Bedrohung der Asen, bis unsere Heirat den Frieden brachte. Viele der Vanen glauben nun, ich hätte sie verraten. Für mein Opfer werde ich von meinem Volk gehasst. Mich hier einzusperren heißt, dass ich es nie richtig stellen kann. Der Typ ist ein ganz schöner Wichser, huh? Gut, die Folge ist vorbei. Danke fürs Zusehen. Also ich habe mich gefragt, warum wohnst du unter einer Schildkröte? Er war mein erster Freund hier in Midgard. Er bot mir einen Unterschlupf und zum Dank dafür schütze ich ihn vor allem Bösen aus dem Wald. Goldener Keiler, riesige Schildkröte, du hast interessante Freunde. Ja, bis zum nächsten Mal. Bewertung dalassen. Danke fürs Zusehen und tschüss.